Ja, damals, 2012. Lange Zeit sah es so aus, als würde der Global Change gar nicht recht vorankommen. Bis dann in Spanien und Portugal massenhaft Leute anfingen, die Parlamente zu umzingeln, durch Hauptstädte zu marschieren und kurz darauf auch in Frankreich und in Polen und in Griechenland. Ja, ja, da war schon sowas wie eine revolutionäre Stimmung. Kein Wunder, denn dieses System damals, das war wirklich nur noch eine Farce. Kein Mensch kann sich heute mehr vorstellen, dass so etwas wirklich ernst genommen wurde. Ach, und die Medien, die berichteten erstmal gar nicht. Hihi, das war echt. Strange. Aber dann, am 13. Oktober, da wurde weltweit einfach weggetrommelt, was keinem mehr passen konnte. Wir waren einfach lauter und lärmenden Menschen kannst du auch keinen Schwachsinn mehr erzählen, weil die einfach nichts hören. Ob da in Deutschland auch schon das Kanzleramt besetzt wurde, das weiß ich nicht mehr. Aber ich meine schon, dass aus einer kleinen Demo, ich meine am Hermannplatz in Berlin, eine echte Aktion wurde. Ziviler Ungehorsam. Alright, if we just occupy, occupy.